Supis Leute, herzlich willkommen zum Racing Friday. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich auch. Ja, Wochenende steht vor der Tür und ja Leute, wie kann man das am besten feiern, indem man Rennen spielt? Ja, wir müssen diesen Showdown hier weitermachen. Haben wir im letzten Part schon das erste Rennen angefangen. Ja, ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, ey. Ganz ehrlich, das ist schön, jeden Tag irgendwie ein neues Projekt zu machen, beziehungsweise wieder anders loszulegen, so. Aber, ja. Das war das Falsche. Ups. Ach nee, das war glaube ich hier R3, glaube ich, ne? Ja, genau. Ah man, einmal Nitro umsonst benutzt. Naja, ist doch nicht so schlimm, würde ich sagen. Ja, erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Boah, ganz ehrlich, ich habe richtig Bock momentan. Also auf Need for Speed habe ich richtig Bock. Leute, ich habe einfach Bock auf Rennspiele. Manchmal hat man einfach ultra Bock auf sowas. Ja. Na gut, es ist natürlich blöd, dass man dann halt wieder sich erstmal wieder an das Spiel gewöhnen muss. So ein bisschen, ne? Das ist natürlich dann nicht so optimal. Ja gut, ich meine, es ist Fahren. Wir versuchen natürlich so gut wie es geht zu fahren. Ja. Naja. Wieso soll man sowieso aufstehen und gehen, ey? Ganz ehrlich, ey. Mann. Ja. Ich hoffe, ihr seid momentan ziemlich froh. Wie gesagt, Wochenende steht ja jetzt vor die Tür. Ja. Tja. Also ich bin immer froh, wenn Wochenende ist, weil dann ist Zeit zum Zocken. Ja, dann wird immer ein bisschen mehr gezockt. Also versucht man halt so viel wie möglich zu zocken. Ist für mich momentan eher so, ja, man kann sagen, fast die einzige Zeit, wo ich endlich mal spielen kann, was. Ja, unter Woche ist da einfach viel zu viel zu tun. Leider. Und da bleibt dann sowas, ja, mehr auf der Strecke, was ich persönlich natürlich auch scheiße finde. Naja, gut, kannst du nichts machen. Na gut. Aber genießen wir jetzt die Zeit hier an diesem schönen Tag. Ich hoffe, es ist schön. Ich weiß es nicht. Muss ich sagen, ich produziere sowas ja immer ganz gerne vor. Weil sonst könnte ich den Wochenplan überhaupt nicht schaffen. Leider. Das. Too much, leider. Too much. Na gut, aber wir haben ja hier sowieso noch ein bisschen länger zu tun. Ja, wir haben jetzt erst das zweite Showdown. Ich glaube, es kommt noch zwei. Ich glaube, es kommt auf jeden Fall noch ein großes. Und dann kommen halt die Boss-Showdowns, glaube ich, müssten die dann schon kommen. Ja. Also es sind noch genügend Parts da. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ich wüsste. Also ich bin trotzdem mal gespannt, wie lange das Projekt geht, so. Ja. Ja. Also, klar, ich meine, ich bin zufrieden, ich habe Spaß an dem Game. Darf dann auch natürlich länger gehen, so. Ich meine, wenn man Spaß hat, sowieso. Aber es gibt natürlich noch andere geile Rennspiele, die ich auch gerne spielen würde. Ja. So ist es natürlich nicht. So, Rennen geschafft. Ja, Showdowns können wir Rennautos freischalten.
Zumindest auf dem Papier. Gucken wir mal, ob wir Viertelmeilen-Track schaffen oder immer ein Zweiter werden. So. Ja, gerade was trinken. Ja, ein bisschen Durst, ey. Okay. Nur kranke Leute, da sind wir sowas von dabei. Schneller können wir nicht. Ja. Wir schaffen es momentan einfach nicht, höher zu kommen. Weiß nicht. Ah, Mist. Ja, ist blöd. Aber schon haben die andere Zeiten so, ne? Checkte, ne? Finde ich auch irgendwie ganz merkwürdig. Ja, ich glaube, jetzt kämpfen wir gegen den. Ja, gut, der hat einen Challenger. Mit 594 PS. Ja, ist kein Wunder, dass der schnell ist. Dass der besser durchzieht als ich. Das. Ja, ist selbsterklärend, Leute. Ja, Mist, nur einen guten. Ja, guck hier. Zieht durch. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir vielleicht noch irgendwie ein bisschen arbeiten. Ja, 954 hat nochmal seinen Rekord geschlagen. Na gut, aber wir haben immerhin 8252 Punkte. Das ist schon in Ordnung. Ja. Wir brauchen jetzt nur 8280 Punkte. Müssen wir gucken, dass wir das jetzt in einem schönen Drift schaffen. Wir haben ja Gott sei Dank hier schon den Cayman. Wie gesagt, im letzten Part, glaube ich, war der richtig geil. Also fuhr sich auf jeden Fall besser als der, boah, Pontiac GTO, glaube ich. War der davor? Ich sehe, ich habe mein Zettelchen hier gar nicht. Ach doch, hier ist er. Der ist zwar nicht so wichtig, der Zettel, aber. Ah, Mist. Wir haben keine Meisterleistung. Wir sind besser als die anderen. Und solange da oben jetzt nicht gleich steht, dass wir 2000 Punkte haben sollen, dann ist sowieso alles in Ordnung. Wie steht das hier nicht? Mist. Ich dachte, das steht da. Doch, jetzt steht er. Zu stark. Ja gut, das sind wir. Ja, der Porsche steuert sich einfach geil. Guck, ich muss das hier so machen. Und er lenkt genau so, wie ich es will. Gut, jetzt nicht. Das ist jetzt scheiße. Ja gut, Leute. Wir haben, denke ich mal, eh gewonnen. Ja, wir müssen. Ganz ehrlich, der muss noch getuned werden. Muss eh noch getuned werden. Mist.
Ja, der muss sowieso getuned werden noch, ne? Dann läuft der deutlich besser. Na, da hast du recht, aber wir sind trotzdem Erster. Und solange er da jetzt gleich zur Schlange der Zeit 1983 steht, ist es sowieso egal. Dann haben wir gewonnen. Nö, wir haben gewonnen. Gell? So, dann hoffen wir mal, dass der Spaß uns jetzt gleich 8208 Punkte gibt. Und dann haben wir das Teil hier dominiert. Kriegen neue Weltgeschirren, die wir so... Ja, nee, gut, nicht sofort. Aber ich denke mal, ja, verbessern vielleicht schon. Scheißegal, wir sind noch besser gerade als gerade. Genau so. Genau, wir haben alles richtig gemacht. Scheiße, wir müssen den nächsten nochmal machen. Fehlt uns 800. Egal. Drift läuft momentan gut. Hoffe ich jedenfalls, dass ich jetzt nicht zu übermotiviert bin. Ich meine Motivation gut, aber nicht zu motiviert. Naja. Und wenn wir sind, naja, gibt's Schlimmeres, glaube ich. Was hast du gesagt? Porsche? Schlecht? Ah. Haltet mich nicht zurück, wenn ich dem Typen den Kopf abreiße. Porsche kannst du überall benutzen. Und ich gewinne überall mit Porsche. Also fast immer. Ich glaube, in dem einzigen Spiel, wo ich nicht mit Porsche gewonnen habe, ist der Final Boss in Carbon. Da habe ich es nicht geschafft, mit dem Carrera GT den Gegner zu erledigen. Keine Ahnung wie, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe dann mit einem nicht getunten... Boah, keine Ahnung wie das Wägelchen hieß. Habe ich dann gewonnen. Ja, der war gar nicht getunt, aber ich habe ihn besiegt. Weil der einfach viel bessere Beschleunigung und viel bessere Lenkung hatte als mein Porsche. Ironischerweise war der Porsche... aufs Maximum getuned, so, ne? Also was du da halt tunen konntest, so. Ah, scheiße. Egal. Ich glaube, 2722 waren wir gewesen, oder? Ja. Ja, ich glaube, das holen die sowieso nicht auf. Würde mich wundern. Ja, mit dem Porsche fährst du einfach gut. Ja, den musst du mögen. Mich musst du mögen. Mich musst du mögen. So, nochmal. Und wie viel kriegen wir? 8279. Mensch, hätten wir den Scheiß gemacht. Egal! So, dominiert. 40.000. Und... Stufe 2 von GTO. Rio Watanabe. Ja. Yeah. So muss das laufen, Leute. Nice.
Super Promotion! Yeah! Nice! Fahren wir eigentlich mit unseren eigenen Wägelchen? Wir probieren es einfach mal aus. Nee, wir kriegen Wagen. Das ist gut. Dann fahren wir einfach so, weil wir hatten sowieso eigentlich die besseren Wägelchen für... Es war jetzt einfach nur Speed und Drift. Und glaube ich Zeitfahren. Machen wir Zeitfahren. Skyline GT. Nice. Brauche ich den irgendwo? Nö. Das ist den Wagen, den wir sowieso schon haben. Den haben wir ja im Top-Speed-Lauf. Ich finde ihn gut. Den Skyline, der, mit dem fährst du einfach ziemlich nice. Der ist bestimmt auch ein sehr guter Wägelchen für Grip und so weiter. Ich meine, das war eigentlich ganz... Scheiße. War eigentlich ganz cool. Mit dem zu fahren. Ja, der hat mich jetzt ausgebremst. So. Er musste bremsen, obwohl es hier nicht wirklich zu bremsen gibt, ey. Ach, was... Das ist eine coole Strecke. Ich bin hier tatsächlich ein bisschen gespannt, ob das auf der PS3 noch viel geiler aussieht. Ja, wir werden den ganzen Spaß auf der PS3, glaube ich, auch nochmal machen. Also ich denke mal schon. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Also ich hätte auf jeden Fall Bock. Ja, Leute, es ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig dann, wenn wir das gleiche einfach nochmal spielen, so. Aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie Bock drauf. Gut, ich habe das Spiel noch nicht so, na, das heißt, wir werden jetzt irgendwann auch andere Titelchen spielen. Ja. Lehnt euch nicht über die Absperrung. Ich mein dich da unten, Baby, richtig. Na, ich mag den Sprecher, der ist ganz cool. Wobei ich natürlich den ersten Sprecher viel geiler fand, ne? Ich mochte den irgendwie. Den wir jetzt in den ersten Stages hatten. Ich meine, ich find's cool, dass wir hier andere Sprecher haben. Weil, ist natürlich viel geiler. Bisschen Abwechslung. Aber ganz ehrlich, der erste hat jetzt einfach viel mehr gefeiert. Ich meine, der macht auch seinen Job ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, nicht schlag den ersten. Ich weiß, habt ihr jetzt vergessen, wie der heißt? Aber den fand ich doch geiler. Sauber. Streckenrekord gebrochen. Machen wir Grip. Dann werden wir, glaube ich, die beiden Speed-Challenge machen und dann gucken wir, ob wir noch Drift machen. Ich denke mal schon, dass wir es machen müssen. Aber Speed geht halt ein bisschen schneller. Echt? Ist das nicht die Strecke, die wir jetzt gerade gefahren haben? Nur, dass wir die jetzt halt zweimal nur fahren. Was ich begrüße. Was ich natürlich extrem feiere. Ich meine, geht schneller. Bin sowieso immer für Verkürzung. Ich meine, ich fahre natürlich auch die 5 Runden so. Ne? Bin ich zwar kein Held, kein Freund von. Aber ich meine, was man machen muss, muss man halt machen, ne? Boah, wer will denn wetten, ey? Ah,
Ah, okay, die ist ein bisschen anders. Finde ich aber angenehmer. Na, ja, für Wetten bin ich nicht so wirklich, muss ich sagen. Gibt ja mittlerweile auf alles, was du wetten kannst. Ich meine, klar, kann man machen so. Aber ich weiß nicht. Klar, die meisten machen jetzt hier Sportwetten, glaube ich. Vielleicht ist der eine oder andere von euch auch dabei, der das aktiv macht. So. Ich meine, ich habe da nichts gegen so, ne? Ich habe auch Kollegen, die da... ich habe auch Kollegen, die machen Sportwetten und so weiter. Besonders ein Kollege jetzt gerade von mir. Quasseln wir natürlich auch ein bisschen so, ne? Über aktuelle Spiele, Champions League, Europa League, so. Auf was kann man wetten? Was hat gute Quote, so. Na, ein bisschen Geld verdienen, wenn man Glück hat, wäre ganz cool, so, ne? Aber ganz ehrlich, Leute. Ich habe ein bisschen mit zugeschaut, so. Hab mir Statistiken durchgeschaut und so weiter. Ganz ehrlich. Es ist reines Glücksspiel. Du kannst dich einfach nicht zu 100% darauf verlassen, dass die Mannschaften gewinnen. Ne? Das ist genauso, als wenn du in der Spielhalle bist und Automaten spielst. Ist so ziemlich das Gleiche, finde ich. Weil, ist auch nur Glücksspiel. Du musst einfach Glück haben. Ne? Das halt, das klappt so. Weil ich habe so oft schon gesehen gehabt, Spiele, die Kollegen getippt haben, dass sie genau in der Nachspielzeit noch Gegentor bekommen haben, dass es dann unentschieden wird oder zur Niederlage so. Habe ich so viel gesehen schon, ey. Und ich sag ganz ehrlich so, ne. Ja, kannst du einfach schlecht, ja, timen, finde ich. Oi. Die fahren aggressiver, das gefällt mir. Bisschen. Ja, aber zu aggressiv dürfen wir auch nicht spielen. So ein bisschen langsamer müssen wir auch mal fahren. Und das sind echt... Ja, wir sind 8 Sekunden hinten. Müssen wir nicht komplett Risiko spielen. Ne, auf jeden Fall so. Ich meine, das kann Spaß machen, so. Ne, mit Wetten und so weiter. Aber Leute, ganz ehrlich. Gebt nicht zu viel Geld dafür aus. Könnt natürlich machen, wenn ihr wirklich Überschuss habt oder einfach Bock da drauf habt, so. Ne, ich meine, so ein Zwischendurch kann man es machen. Aber ganz ehrlich, Leute, seid nicht gierig. Ja, ihr könnt auf Risiko spielen, so. Ne, gibt's auch richtig geile Gewinne, so. Na, guten Quoten und so weiter. Und wenn es mal läuft, wünsche ich es euch wirklich. Ich gönn's euch, ne? Ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich so, ne? Wenn ihr schafft, ne, gönn ich es euch einfach. Ja. Ganz ehrlich. Könnt ihr mal auch unten in die Kommentare schreiben, so. Ja. Nichts dagegen, so, ne? Ich hab's ja jetzt angesprochen, so. Ich meine, ich bin natürlich einer, ich unterstütze nicht wirklich Glücksspiel, so. Aber ich sag ganz ehrlich, ich kann euch verstehen. Es macht Bock, auf jeden Fall. Ich hab's noch nicht gemacht. Ne? Ich bin auch einfach nicht der Typ für Wetten, weil ich es einfach nicht... Weil ich schlecht in solche Einschätzungen bin, muss ich sagen. Ne? Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr gewinnt, ich gönn's euch. Tut mir nur den Gefallen und steckt nicht alles wieder dann rein, sondern lasst es euch auszahlen, geht lecker essen oder sonst irgendwas. Beschenkt Kollegen, Freunden, Familie. Macht das damit so. Ne? Und nicht das ganze Geld wieder einsetzen. Und dann verliert ihr es nämlich meistens. So, ne? Das ist so das Pech, was die meisten hier mit Glücksspielautomaten machen. Ne? Die gewinnen und setzen es dann halt sofort wieder ein. Ne? Ja, ihr gewinnt mal, ne? Aber wahrscheinlich ist euer Einsatz, den ihr da gemacht habt, einfach viel zu hoch gewesen. Ne? Und ihr habt...
im Grunde viel mehr verloren, als das halt ausmacht, so, ne? Ja. Übertreibt's einfach nicht, ne? Dadurch sind so viele Freundschaften und Ehen kaputt gegangen, ne? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man sich trifft mit Kollegen und sagt, yo, lass mal wetten und so weiter, ne? Es gibt echt, ne, diese ganzen Wettbüros und so weiter. Die sind ja schön aufgebaut und so weiter. Man kann Fußball dabei gucken, das ist echt cool, ne? Oder Cafés gibt's da auch davon, so. Ich meine, das ist auch nett so, dass es auch viele davon gibt, so. Ist auch bequem bestimmt. War ich, wie gesagt, auch noch nicht drin. Ach so, es gibt nur Dominanz. Okay, ich habe mich schon gewundert. Das war hier gar kein. Das wir hier gar keine Rennen gewonnen haben, so. Renntag gewonnen haben. Naja. Egal, dominieren ist ja auch nice. Ne, auf jeden Fall. Nicht übertreiben. Spaß kann man immer ein bisschen haben. Nur nicht finanziell in Ruin setzen und auch nicht. Ja, viel zu viel auf dem Spiel setzen, so, ne? Andere wichtige Dinge, so. Wie gesagt, es gibt gute Reportagen über sowas. Und ganz ehrlich, ich wünsche es keinem, dass er so endet, ne? Besonders nicht, wenn ihr schon Frau und Kind habt und dann spielt ihr. Ihr könnt gerne mal einen 10er setzen, ne? Oder einen 20er, so. Wenn ihr meint, klappt so, ne? Ich gönn's euch, wie gesagt. Ne, aber Leute, setzt einfach nicht so viel ein, dass wirklich andere dadurch gehen. Ne, ich hätte eine Reportage gesehen gehabt, da ist einer Spilo gegangen, immer. Und der sollte was einkaufen, hat einen 20er in die Hand gedrückt bekommen. Und statt einzukaufen, wo ging er hin? In die Spilo. Hat alles verzockt. Ja. Tja. Und das erklär mal deiner Frau, warum du nichts Essen eingekauft hast, wo die 20 Euro geblieben sind, ne? Ganz ehrlich, Leute, ey, das ist echt Kacke. Okay, jetzt habe ich nicht verstanden. Naja. Ja, auf jeden Fall so, Leute, ne? Endet niemals so, das gönne ich niemanden. Das ist echt blöd, sowas. Das war ein bisschen zu knapp. Sonst gewinnen wir viel höher. Cool, dominiert. Sind beide cool. Ich nehme den Viper, weil den Skyline habe ich schon. So, jetzt können wir die anderen Rennen fahren. Ja, das ist die Krone ist unser Ziel. Ach, jetzt sehen wir, glaube ich, den Boss da, ne? Ja. Aber es dauert noch, bis wir dahin kommen, so, ne? Aber auch nicht mehr allzu lange, ne? Wenn wir die Teile hier gewinnen, dann nochmal die Dings machen und dann sind wir ja schon hier, so, ne? Autobahnring und dann kommen wir ja schon zu den ganzen coolen Sachen. Naja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt ein bisschen Geld. Gucken mal kurz. Ja, 223.000, Leute. Ganz ehrlich. Ich würde sagen, ein bisschen tunen geht definitiv fit. Auf jeden Fall Drift machen wir. Ja, auf jeden Fall. Weil den behalten wir. So. Dann ist der jetzt schon mal komplett gepusht. Aufs Maximum. Ja. Weil von dem hoffe ich mir viel, sage ich ganz ehrlich. Gut, wir haben jetzt 200.000, über 200.000 nur für die beiden ausgegeben. Na gut, Leute, wir haben dafür auch dominiert, ne? Für irgendwas müssen wir es ja rausholen. Klar, ich hätte auch gerne einen neuen Wägelchen gekauft, aber es muss jetzt erstmal so sein.
Gucken wir einfach mal. Das nächste Baustelle ist dann unser Drag. Unser Drag-Car auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen oben weiter. Und den Drag Cayman geht hier als Ersatz. Schauen wir mal. Also es wird jetzt wieder noch härter. Die Gegner wissen, was sie können. Gehe ich stark von aus. Wisst ihr, ich erinnere mich an die ersten Mal. Ne? Und ja, hoffen wir jetzt das Beste, würde ich sagen. Ja. Na gut, 4 Events haben wir jetzt noch. Ja, dann müssen wir schon ein bisschen. Okay. Die Strecke gefällt mir nicht. Na. Ja. Sorry, Leute. Boah. Ein Haar ist einfach runtergefallen. Check ich jetzt auch nicht so wirklich, weil ich eigentlich Putzhaare habe. Naja, egal. Boah, ich mag. Also, ich meine, das sieht. Wahrscheinlich stylisch ganz cool aus, so. Aber ganz ehrlich, ich bin da echt nicht für. Er wollte sich nicht wegbewegen. Sag ja, für Kurven ist der einfach nicht gemacht. Ne. Wenn es ums Bremsen geht, ist der Wagen einfach nicht gut. Ah, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir doch einen neuen Wagen kaufen sollen. Naja. Schauen wir mal. Noch sind wir in Führung. Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe nur, dass es bei uns ist. Dass wir die Reserven hier haben. Boah. Ey, ganz ehrlich, die Stelle ist so behindert. Weil du musst bremsen, das ist das Problem. Und ganz ehrlich, der Wagen hat überhaupt keinen Bock auf Bremsen. Sobald du bremst, lenkt der einfach sofort um. Für ein Geräusch. Okay. Es kam vom Spiel. Glaube ich jedenfalls. Ne, müsste vom Spiel kommen. Keine Ahnung, was das war. Das weiß ich nicht. Okay, wir brauchen 18.000. Wir haben 6.900 Punkte jetzt nur gemacht. Eieiei. Ich würde mal sagen, wir machen vierte Meilen-Track und machen Drift und gucken dann, ob wir halt hier mit dem vierte Meilen-Track überhaupt irgendwas reißen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit dem Wagen irgendwas noch nicht stimmt. Leute, okay,
Dass er irgendwie noch nicht so das hat, was er haben soll. Mist. Ah, ich habe R2 gedrückt. Mist. Das ist dämlich, ey. Das ist dämlich. Naja, alles, wir versuchen so viel wie möglich, ist doch klar. Mist. Falsch getimed, trotz Lampe. Passiert. Das passiert, Leute. Na schade. Ne. An dem müssen wir arbeiten. An dem müssen wir einfach arbeiten. Dritter. Dritter einfach. Alter. 949, 979. Ganz ehrlich, Leute, das wird nix. Boah. Und ja, das ist echt bitter. Ja, an dem müssen wir unbedingt arbeiten. Da müssen wir gleich gucken. Ne, gleich nicht, aber wir müssen gucken, dass wir mit dem irgendwie was noch reißen können. Weil eigentlich, wir haben doch eigentlich, haben wir nicht Stufe 3 bei ihm schon gekauft? Ich meine ja. Ich meine, dann muss der unnormal gut sein. Mist, verschaltet. Zweimal. Ja, 1166, das ist nichts. Wundert mich sogar, dass ich Vorletzter bin. 5120, da muss ich jetzt gerade überlegen, ob wir dann überhaupt diesen Renntag schaffen. 13.000. Kommt davon, was wir jetzt beim Drift erreichen. Da müssen wir mindestens 7.000 bis 8.000 rausholen. Mindestens. Weil sonst haben wir keine Chance, ja, diesen Renntag zu schaffen. Gewinnen, ja. Dominieren, nein. Und ganz ehrlich, ich will gewinnen. Beziehungsweise dominieren. Ach du Scheiße, das ist auch noch die Strecke, ey. Ach man, da habt ihr noch sogar noch die behinderte Strecke ausgesucht, was? Mist. Mist. Ja, aber ihr seht einfach. Boah. Was? 2719. Uff. Leute. Jetzt müssen wir die 3000er Marke knacken. Okay, ich musste mich jetzt an die Strecke gewöhnen. Ja, die ist blöd. Ich sag ganz ehrlich, so welche finde ich echt nicht so doll. Mist. Ja. Schöne Dominanz. Bringt uns aber herzlich wenig.
Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, die Strecke. Es liegt an der Strecke leider, muss ich sagen. Weil wenn du da oben bist, so im Mittelteil, weiß ich nicht, ob es jetzt links oder rechts geht. Da habe ich mich jetzt leider fett verschätzt. Das ist die Scheiße. Da habe ich mich jetzt komplett verschätzt. Ja, beim letzten Teil so. Dass der ein bisschen länger geht. Da habe ich mich jetzt blöderweise leider ziemlich verschätzt. Mist. Boah, da hätten wir jetzt richtig geil Punkte kassiert, weil wir echt eine super Geschwindigkeit haben. Ja, läuft nicht, scheiße. Ach, Mann, ist das kacke. Ja, gut so. Ja, ist raus. Ja, die Strecke spielt einfach fett gegen uns. Das ist das Problem. Ja, hier. Nee, die Strecke kämpft sehr, sehr prima gegen uns. Das ist scheiße. Ja, dann nehmen wir nur 5000, das reicht uns. Was? Jetzt habe ich Nein gedrückt und so weiter. Ach Leute, ich will doch nur das Event starten. Weil jetzt muss das erstmal wieder drin. Achso, okay, alles gut. Keine Ahnung, was da jetzt stand. Ich wollte einfach nur weiter neu machen. Ja Leute, wir machen ein bisschen Überlänge. Es kommt ja eh nur eine Folge heute raus. Aber ich möchte diesen Renntag gerne haben. Es ist im Grunde ja nur noch dieses Drift. Den wir jetzt noch einmal machen. Und dann werden wir ja sowieso, ja, da muss kommt halt noch der Sektor-Shootout, den ich ganz gerne beenden möchte. So, jetzt habe ich die Kurve sehr gut genommen. Mist. Egal, wir sind über 3000. Das muss der Japaner jetzt... 3,5, das muss er jetzt übertreffen, Kollege. Kann er nicht. So, das Ding ist an uns. Ende. 3,5 kann er nicht übertreffen. Das kann er nicht übertreffen. Ja, das Teil haben wir gewonnen, ey. 2,9 war ich überrascht, muss ich sagen. Aber 3,5, das kriegst du nicht hin. Ne, 3,5 kriegen sie nicht hin. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt eigentlich den Wagen repariert? Ja, immer noch das ist der Fehler. Ist uns gerade nicht passiert, deswegen, da haben wir 300, 400 Punkte gemacht. Was halt natürlich extrem gut war. Ja, die Strecke hier, der Teil hier ist echt bitter. Weil wir kriegen hier jetzt Punkte. Ja, jetzt machen wir sogar mehr als gerade. Ich sag ja, jetzt habe ich die Strecke einigermaßen drauf. Jetzt können die mich. Jetzt kommen sie nur mit 2,5 so, ne? Klasse, ne? Gerade wo wir 2,5 haben, 2,9. Hm? Ist in Ordnung, Leute. Ist in Ordnung. Verarschen kann ich mich auch zu Hause alleine, ey. Da brauche ich kein Spiel. Das kann man auch machen zum Beispiel. Kleiner Trick ist das. Wenn du Geschwindigkeit aufbauen willst, dass du... ja, so für den Anfang ist das ganz cool. Naja, guck hier. Ja. Hallo. Warum muss auf die Strecke? Ja, gut so. Hey, ich lasse es gar nicht mehr angehen, so. Ganz ehrlich, wir haben gewonnen. Im Grunde brauche ich eigentlich, muss ich einfach nur normal fahren und habe gewonnen. Ich fahre jetzt eigentlich nur noch aus Just for Fun so. Guck, sogar da habe ich gewonnen, obwohl ich nie ernsthaft gespielt habe. So. Jetzt haben wir unsere 8-4. Genau, die wollte ich, weil jetzt kommen wir auf jeden Fall mit dem Sektor Shootout, selbst wenn wir nur auf 5000 Punkte kommen, schaffen wir das Ding. Fortsetzen natürlich. Weil wir brauchen jetzt nur 4,6. Das kriegen wir selbst, wenn wir das Rennen nicht so gut fahren. Ne? Also ich denke mal, 5000 haben wir ja gerade gekriegt, dann reicht das. Ja. Ne, der Porsche ist jetzt soweit fertig. Mit dem fahren wir jetzt Rest des Spiels.
Ja, eigentlich der. Den Pontiac GTO G5. Eigentlich ist das auch mein letztes. Ist das auch der letzte? Eigentlich möchte ich den auch so behalten. Ja, muss. Ich guck gleich mal, wenn wir hier fertig sind, ob wir wirklich schon Stufe 3 da eingebaut haben. Weil ganz ehrlich, ich merke es nicht. Weil ich erinnere mich noch an Stufe 3. War gar nicht wirklich einfach zu. Ja, man konnte einfach sau schlecht schalten. Der ging so schnell hoch in den Roten und hatte dann eine Wahnsinnsgeschwindigkeit drin. Und das hat er hier einfach nicht. Das hat der einfach hier nicht und das gefällt mir nicht. Nein, ganz ehrlich. Oi, da hat jemand Schaden gemacht. Oder? Da hat jemand sich einen Crash gegeben anscheinend. Nicht so gut. Mist. Gut, dann erwische ich die gleich nicht nochmal. Hat alles seinen Vor- und Nachteil. Ah, wir machen den Weg frei. Mist. Hatte die Deutsche Bahn nicht mal so ein Thema? Wir machen den Weg frei so. Boah, scheiße, das kann ich. Ultra alter Slow. Meine Güte, er wollte nicht bremsen. Naja, er wollte nicht bremsen, das ist blöd. Von mir? Echt? Ja, ist in Ordnung. Solange das nur ein paar Hunderter sind, die ich dafür bezahlen muss, ist das überhaupt kein Ding. Bei 1000 tue ich mir schon schwer. Ja. Ich meine, wir haben Reparaturgutscheine in Hülle und Fülle. Aber ganz ehrlich, Leute, die behalte ich. Weil ich weiß noch, sobald wir bei den Canyons sind, bei den Wüsten-Canyons, ganz ehrlich, Leute, vor denen habe ich Respekt und da habe ich die meisten Totalschaden hingekriegt. Und ganz ehrlich, da werden wir eine Menge von denen gebrauchen. Deswegen spare ich die jetzt so gut es geht auf, weil ja, dann haben wir sie einfach und ganz ehrlich, dann ist das halt so. Deswegen gebe ich hier jetzt so meistens Bargeld aus, sofern das kein hoher Betrag ist. Klar, ich meine, wenn ich jetzt hier einen Totalschaden mache, dann benutze ich einen Totalschaden-Gutschein so, ne? Ist ja klar, wäre ich ja dämlich, wenn ich das bezahlen würde, weil das sind ja, boah, ich glaube, das haben wir einmal gemacht. Boah, ich glaube, das waren 20 oder 30.000, glaube ich. Na, deswegen. Nee, danke, Leute, da habe ich keine Lust drauf, den Betrag da zu bezahlen. So. Mist. So.
Gut, ich bin jetzt ein bisschen in Konzentration, weil ich die Strecke nicht toll finde. Das war irgendwie total überflüssig gerade. So, geiler Effekt, aber... war ich der Einzige, der sich da immer ziemlich langsam fühlt? So, wir haben es dominiert. Geil. Ja. 10.000. 4.000 behalte ich. Wir haben zwar 56.000, aber Leute, Geld behalten. Geld behalten einfach, ey. 4.000, ey. Nee, nee. Supi, das Rädchen haben wir gewonnen. Ein Pfeilchen und was auch immer das für ein Zeichen ist. So, wir können auf jeden Fall neue Wägelchen kaufen. Das ist schön. Ich möchte aber ganz kurz bei dem... BMW? Was? Bei dem möchte ich ganz gerne gerade vorbeischauen. Haben wir gekauft. Das letzte Päckchen, ja. Die Traktion hier. Ich weiß nicht, Leute, ganz ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, bei dem haben wir irgendwie... ich glaube, hier haben irgendwas eingebaut. Irgendwas habe ich hier mitgemacht. Mit Motor und Antrieb und so weiter. Ich glaube, da habe ich irgendwas hier eingebaut. Weil mir das einfach viel zu langsam war. Nee, Leute, ich werde hier ein bisschen rumprobieren, weil ich möchte den Wagen ultra gut haben. Dann würde ich sagen, Leute, das war der Racing Friday für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt es. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zurück zu Need for Speed Pro Street. Ciao und bis zum nächsten Mal.